Folge Nummer 62 von Oxygen Not Included mit dem Dieb Miep, nicht Dieb, Miep, der hier krank liegt. Der ist leider gerade nicht ganz so fit. Ja, der Monorak hatte geschrieben, ne, dass er hier sich um den kümmern möchte. Ne? Nein, aber er hat ihn bemitleidet um den armen Miep. Ne? Naja, okay, dem geht es aber langsam besser, wie wir sehen. Warte mal, ich muss mal anklicken, dann sehen wir auch hier 39. Letztes Mal, wo er den Tiefstwert hatte, war 30. 39 ist jetzt natürlich der Bringerwert. Wir hatten halt... Aber er kann sich ja hier erholen, das wird schon werden. Der Mordrak hatte dann auch den Zeitplan hier angesprochen, dass ich das doch mal besser so verschieben sollte wie hier oben, dass es eins nach dem anderen ist und nicht dazwischen irgendwas ist. Ja, Freizeitmoral. Also es würde bedeuten, ich müsste jetzt hier... Ja, die Freizeit können wir natürlich auch wirklich tatsächlich hierhin machen dann, ne? So, ne? Und die Arbeitszeit können wir da hinmachen. Freizeit spielt ja keine Rolle. Wir müssen eigentlich nur dieses Badezimmer verschieben dementsprechend, ne? Also das geht ja sowieso, ne? Macht ja Sinn. Die sind jetzt unterwegs am Arbeiten. Ja, arbeiten bis hierhin. Dann kommt Freizeit. Das laufen irgendwo rum, wo der Wasserkühler zum Beispiel steht. Und laufen dann wieder zur Arbeit in diesem Bereich. Da hat der Monorak schon recht. Das ist schon klar. Gut, dann... Ja, das Einzige, wie gesagt, ist das Badezimmer. Das würde bedeuten, dass wir jetzt diese Phase, die Freizeit, schmeißen wir mal noch, schmeißen wir dann noch davor hin. Und die Arbeitszeit ist das. Und das Bad ist da. Ah, warte mal, da haben wir noch was falsch gemacht. Dann machen wir da noch ein, weil der Mordrak hat auch geschrieben, dass die Schlafenszeit nicht unbedingt in der Nacht sein muss. Ne? Also ist jetzt hier ein Langschläfer zum Beispiel. Ne? So, dann passt das. So, Zeitplan 1 war ja der Standardplan. Der ist ja gut. Standard 2, das ist die Frühschicht. Die gerne, ne? Spätschlafen haben wir jetzt hier. Also die Nachteulen sozusagen. Dann haben wir hier nochmal welche, die zu der Zeit schlafen. Ist aber zusammenhängend. So, jetzt müssen wir hier noch gucken, dass wir hier noch was haben, wo die Freizeit vielleicht hier vorne haben. Dann das geht ja auch. Dann ist es ja auch wieder zusammenhängend, ne? Dann passt das doch, oder? So, und dann haben wir hier noch Zeitplan 5, wo Travaldo drin ist. Schlafen tun sie alle nachts, bis auf da. Ja, ich sag mal, können das ja so machen, oder? Und dann machen wir das so. Können aber auch das hier weglassen und machen das so. Dann hat er da ein bisschen Freizeit und da. Schauen wir mal, ne? Und dann haben wir Zeitplan 6 noch. Da machen wir das Schlafen hier noch mit hin. Wir machen die Freizeit hier in die Frühschicht rein. Und gehen die Arbeitszeit hier noch an. Und da, dann haben wir... 3, 3 und 1. Ja, was der Modrock noch geschrieben hatte, das ist, wenn die in den Anzügen unterwegs sind, dann langsam vor allem unterwegs sind, dann sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr Freizeit geben. Das müssen wir dann mal beobachten. Würde ich jetzt aber gerade nicht favorisieren. Aber was er noch hatte, das war, er hat einen Zeitplan für den Miep, damit er nicht arbeitet zum Beispiel, der dann so aussieht, dass man hier keine Arbeit drin hat, ne? So, eigene Standardzeitplan. Das ist Erholung. So, haben wir da. Und Erholung bedeutet, der geht eine Stunde eher ins Bett. Der, lass mal gerade gucken, wo hier das Waschen von den anderen ist. Ist das hier irgendwo? Nee. Das bedeutet, wir können das Waschen da unten davor setzen. Vor im Bett gehen wird sich gebadet. Da. Und der Rest hier wird Freizeit. So. Dann haben wir das. Jetzt die Frage, haben wir da noch? Ne, da ist schon erste besetzt, zweite besetzt, dritte, vierte, fünfte. Ja, und der ist dann hinten.
Ja, kann man so lassen, ne? Gesundheitsschlaf hier ist ja nicht verkehrt, oder? Gut, lassen wir so. Wie ist denn jetzt mit dem Miep erstmal? Der könnte jetzt erstmal hier rein, der Miep, ne? So, wo ist der Miep? Der liegt noch da im Bett. So, wie hat er die Werte? Gesundheit 64, das ist schon mal gut. Athletik minus 6 hat er noch. Hält Luft an. Gibt es da keinen Sauerstoff in der Hütte? Das wäre schlecht. Und jetzt müssen wir noch den Miep an der Prioritätenliste nochmal bearbeiten, ne? Also er war hier der Top-Mann. Ah, ich hätte andersrum machen können, aber er ist auch okay. Hier hat er wohl auch was gemacht. Hier war er wohl so beschäftigt, schätze ich mal. Ja, das braucht er gar nicht machen hier. Angreifen, Lebenserhaltung, umschalten. Ne, so rum würde ich Sven machen. Aufräumen kann er so machen. Kochen. Dekorieren braucht er gar nicht machen. Forschung. Ja, das ist immer schwierig zu sagen, braucht er gar nicht machen. Ne, das hat man schon auf Minus. Ich würde es immer auf dieses setzen, ne? Erstmal. So. Er liegt aber noch im Bett, weil er ja Freizeit hat. Dann passt das ja. Gut, wie sieht's mit Essen aus? 8000, das ist okay. Objekte fehlen Ressourcen. Gasherd und Elektrogrill. Okay, was fehlt da? Omelette können wir machen. Lass uns mal ein Omelette machen. Eingelegte Mahlzeiten können wir auch machen. Und hier gibt es noch gar nichts. Die gefüllten Beeren. Aber wir haben keine gefüllten Beeren. Wo ist Miep auf Toilette? Okay, das ist gut. Schauen wir weiter. Was macht es hier unten? Ja, Nahrungsmangel ist klar. Hier hatten wir noch die Dingens gemacht. Hier die zusätzliche Pumpe. Hier sollte noch gastechnisch was abgearbeitet werden. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Hier sieht man, dass die Gastanks voll sind alle. Er zieht an. Nimm welchen? Den ersten. Der zweite. Wird jetzt der genommen wahrscheinlich, ne? Ja. Und die dritte und vierte wird gar nicht genommen. Ah, er geht dahin, ist hungrig. Travaldo ist immer derjenige, der Hunger hat und ne, da sind wir nicht. Hier oben Kalorien. Okay, das geht aber noch. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem... Das bringt hier gar nichts, oder? Mit dem Eis. Welche Temperatur haben wir hier? Also Mehlholz. Ja. Körpertemperatur. Düngung fehlt auch und Körpertemperatur ist zu hoch. 10 bis 30 Grad. Temperatur dieser Pflanze beträgt 31 Grad. Okay. Das heißt, wir kommen hier überhaupt nicht weiter mit dem Ding, ne? Ja, gute Frage. Hier haben wir auch gar keine Möglichkeit reinzukommen, oder? Weil irgendwo müssen wir das Kabel hier mal reparieren. Marni läuft da runter. Na, irgendwie haben wir hier was falsch gemacht eigentlich, ne, oder? Otto holt da. Ne, Otto geht da lang. Wo geht Otto denn hin? Sag nicht, Otto macht hier auch noch einen warm, kalt. Nee. Aber hat gerade Eis geliefert, okay. Und guck mal, da ist noch ein kleiner gekommen jetzt. Da unten liegt noch einer, der schlüpft wahrscheinlich auch noch irgendwann aus. Pufflet-Ei, Puffprinz, null. Eingeengt ist er, okay, mürrisch. Ist das hier zu klein für die? Auch eingeengt. Ja, der sagt aber noch nichts, dass er eingeengt ist.
Ja, da müssen wir auch noch gucken, dass wir das noch weiter dann vorantreiben. Ja, hier unten passiert gerade nichts, ne? Wie hoch ist denn die Prior hier? Hm, die haben alle auf 1, ist klar. Hier ist aber auf 5. Aber es passiert nicht so wirklich was, ne? Da wurde jetzt das Essen runtergeschmissen. Wird da weitergemacht. Strom ist ausgefallen. Warum ist hier der Strom ausgefallen, während die Batterie daneben steht? Ach, ist gar nicht angeschlossen. Ja, wieso ist das nicht angeschlossen? Was sind das für eine Lüftung? Was ist das für eine Lüftung? Was ist hier für ein Filter gesetzt? Noch nichts. Wo geht denn das hin, oder? Okay. Ja, hier ist... Die Leitung geht straight on, oder? CO2 ist hier. Oh Gott, da weiß ich nicht mehr, was da Sache war. Auf jeden Fall wird hier reingefiltert und da reingefiltert. Läuft hier hoch und geht da durch die Filter durch. Oder Filter, ja doch, sind Filter, Gasfilter, genau. Der geht nach da und dann nach da. Und hier ist CO2. Wollten wir wirklich da CO2 hinmachen? Ist das so richtig? Alles andere geht hier lang. Ja. Das wird wohl so sein dann. Aber CO2 gehört doch dann nach unten, oder? Oder wollten wir hier dann Maschinen hinbauen, die das rausfiltern? Ja. Wo war denn das Ding? Hier, Luftreiniger. Nutzt Wasser, um Kohlendioxid aus der Luft zu filtern. Ja. Okay. Dann Kupfer, ne? Ich denke mal, wir machen das so, oder? Wasser haben wir da links neben. Aber Wasser ist ja eigentlich da unten eher, ne? Hm. Eigentlich müsste der auch hier oben dann sein, ne? Oder? Ne, eigentlich sollte das unten sein. CO2 fällt ja runter. Ich baue da mal einen hin. Und dann... Lüftung... Machen wir so hin und da ist der Gasaustritt. Passt. Wenn da der Gasaustritt ist, ist das schon mal geregelt. Jetzt braucht er noch aber Strom. Ja, das ist hier dann. Aber das ist auch nicht so dolle, was wir da gerade basteln. Wir machen immer mehr größere Stromnetze. Das ist nicht gut, ne? Wir müssen das hier dann aber nachher wegbauen, wenn das fertig ist, oder? Haben wir da einen Plan gehabt? Nicht wirklich mit der Leitung, ne? Das ist nur eine Wand einfach hier hoch. Dann könnte auch die Rutschstange auf der Seite sein, ne? Das war jetzt verkehrt. Und dafür müssen wir jetzt das nochmal abbrechen. Da muss jetzt eine Schleuse hin. Machen wir eine manuelle. Damit der Raum dicht ist. Das bauen wir nachher weg. So soll es sein, oder? Dann passt das erst. Nahrungsmangel 3,8. Hier unten wird lang gelaufen. Was wird denn hier gemacht? Otto,
macht hier bestimmt irgendwie diese Pflanzen oder so, ne? Und läuft jetzt wieder zurück. Keine Ahnung, was Otto jetzt für eine Idee hat. Strom erzeugen, Hamsterrad. Alles klar. Ah, da müssen wir mal gucken, wie wir dazu rankommen mit Hamsterrad und so. Ich glaube, wir werden hier mal die Prio... Oh, die ist tatsächlich eisig. Der Lüfter ist auf 1 und er macht das trotzdem. Hat er nichts anderes zu tun. Oh Mann, ey. Jetzt haben wir die Prio wahrscheinlich. Ja, weiß ich auch nicht. Also der ist jetzt hier im Geschäft, aber eigentlich ist das Blödsinn, was er da tut, ne? Ich glaube, wir machen mal die Prio von den Pflanzen auf 1 hier. Vielleicht hört er dann auf. Weil es bringt ja nichts, diese Pflanzen momentan hier zu kühlen. So, jetzt geht hier einer los und das ist Harold. Harold ist unser Superschneller. Aber Harold macht jetzt hier die Pflanzenpflege nur. Und der Kupfererz auch noch aufgenommen, okay. Und der baut irgendwo was, das ist gut. Man repariert hier oben eine Leitung oder was? Jetzt ist er nochmal losgelaufen. Kommt wieder. Die Schleusen hier, weiß ich nicht, ob das Sinn macht. Ja, jetzt ist hier repariert. Wir müssen diese Schleusen elektrisch machen. Nützt nichts, das geht schneller. Haben wir schon sowas eigentlich? Ja. Ja, nützt nichts, ne? Aber hier ist überall CO2. Eigentlich ein CO2-Erdgas. Eigentlich können wir das Ding komplett offen lassen, ne? Macht ja sowieso keinen Sinn hier. Hier ist auch Erdgas, überall ist Erdgas. Eigentlich ist es auch schon egal, weil wir laufen ja mit dem Dingens runter, mit dem Anzug. Otto kommt da. Sind drei Anzüge unterwegs und wir haben noch einen vierten da. Diese Tür, ich war gerade am Überlegen, hier zuzumachen. Also hier zuzumachen und dann halt weiterzubauen, aber ich glaube, das bringt es gerade auch nicht, ne? Also ich denke, wir favorisieren jetzt hier mal die Anlage unten. Oder priorisieren, nicht favorisieren. Damit die fertig wird. Dann können wir uns nämlich so ein Hamsterrad auch sparen, wenn der Generator hier läuft, ne? Achso, Batterie fehlt da auch noch, ne? Ne, Strom war das. Haben wir keine Rohstoffe für wahrscheinlich, oder? Ne, haben wir nicht. Was fehlt? Veredeltes Metall. Wo ist unsere Maschine hier irgendwo da? Ja, ist alles da, ne? Ach, das steht auf 1, sehe ich hier schon. Das ist unser Problem. So, wir sind mit 20 unterwegs. Lass die 20 mal jetzt machen hier. Und hier ist natürlich Handarbeit gesagt, ne? Dann ist die Frage, was Sinn macht. So, lass mal gerade gucken nach unserem Dingens hier, wie weit das ist. Oh, da sind einige, die was machen können, aber er ist schon im Minus. Ah, er ist nicht im Minus, er ist schon im Plus. Herzchen sind schon alle durch. Ja, ich würde dann sagen, dass wir hier weitergehen, damit er mehr tragen kann, ne? Miep. Ist Miep wieder gesund? Harold? Hatten wir schon miese, haben wir gesagt. Hier geht noch was. Harold? Ist der Koch? Aber schweres Graben haben wir zwei. Durch. Hier fehlt es noch beim Bauen, aber das wollen wir auch nicht. Ich glaube, wir machen ihn als Schutzanzugtypen, ne?
Ja, wir brauchen die Leute mit Schutzanzug. So, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt. Och, da ist ja noch ganz viel frei. Also, wenn ich das machen will, muss ich das auch haben. Mechatronik haben wir nicht. Also, Klempner haben wir aber auch nicht. Dann machen wir den Klempner erst. Ja, das ist wichtig. Und hier haben wir verbessertes das Bauen. Das ist dann da 3. Dann lass uns da das machen. So, dann sind wir durch bis auf Harold. Aber Harold ist schon schlecht gelaunt, in Anführungsstrichen. Der kriegt sowieso schon Stress. Gut, haben wir das? Harold ist gerade hier am Rumkloppen. Vielleicht ist er auch, kann man da Stress abbauen, ne? Was macht Miep erstmal? Wo ist Miep? Harold isst gerade. Otto ist das. Wo ist Miep? Da ist Miep, oder? Ja. Das war nicht Miep. Das ist Miep. So, isst Omelette. Atmet, atmet. Kontakt bei der Aktion. Kein wenig gelobt. Super. Kein Stress. Gesundheit ist wieder 100%. Was wollen wir mehr? Miep kann jetzt aus dem Programm wieder entlassen werden. Zeitplan. Miep kriegt jetzt einen anderen Zeitplan. Ich habe hier alle in einem da, das ist ja auch gut, ne? Also hier haben wir jetzt mal Miep rein. Der kann noch ein bisschen was tun. Otto. Ja, ich habe alle Attribute plus 2 am Morgen. Also sollte Otto in einem Teil sein, ist er auch. Aber das ist jetzt gerade genauso schlecht. Otto sollte also da sein, wo, ne? Haben wir wieder gut aufgepasst. Otto sollte hier drin sein. Und da ist Otto. Und das Bad wird zur Arbeitszeit, weil das Baden machen wir dahin. Das ist dann gut, ne? Ja. So, Otto ist da schon richtig. Kommt Gossmann dahin. Ari dahin. Und Barney auch dahin. Miep und Gossmann, das ist eher eine Nachtschicht eigentlich hier, ne? Da haben wir noch Harold oder Rowan. Rowan geht hier hin. So, jetzt haben wir da das geändert. Wir müssen aber noch die Nachtschicht bearbeiten. Und das ist diese hier. Das bedeutet, das wird hier noch orange und die Badezeit wird da blau. Genau. So geht's doch, oder? So. Zeitplan 2 ist jetzt Nachtschicht. Und das hier war Frühaufsteher, ne? So, Frühaufsteher, Nachtschicht. Das nennen wir mal Schlafmütze. Weil der noch eine Stunde länger schläft hier. Zeitplan 4 ist. Was haben wir da? Das sind. Indigene
Gänge kommen. Und Zeitplan 5 ist... Keine Ahnung. Und Zeitplan 6 ist auch keine Ahnung. Hier ist Erholung. Das passt jetzt. Gut, dann haben wir das. Haben wir das richtig gestellt. So, Nahrungsmangel ist klar. 3, 6, aber hier kann man auch ernten. Was sieht es hier unten jetzt aus? Ist da unten was passiert unter unserem Generator? So wie es aussieht, nicht. Das ist schlecht. Hier ist auch schon bald was kaputt. Aber ich glaube, das kann man, können die nicht reparieren, weil die da nicht rein können, ne? Aber dann müssen wir das erstmal so akzeptieren, wie es ist. Was haben die denn jetzt so gemacht, ne? Das ist eine Frage, oder? Hier ist erstmal CO2 einzustellen, nicht atembares Gas, Kohlendioxid. Und dann fehlt da natürlich auch noch Strom, wie ich gerade so sehe, ne? Komplett. Mach das jetzt mal hier. Mach erstmal so. Und dann müssen wir das Ganze revolutionieren, indem wir noch Batterien bauen und sowas alles. Wissen mit Batterien, ne? Da nicht da. Haben wir keine Rohstoffe gekriegt. Ist hier noch nichts passiert. Hier. Kupfer. Ah, jetzt läuft's. Alles klar. Was haben wir denn hier? Kupfer 100 Kilo. Ja, wir brauchen aber 200, glaube ich, ne? Damit das da unten kommt. Mit der Batterie geht, sagen wir nicht. 200 Kilo waren das, ne? Ja, 100 Kilo fehlen. Ne, das war auch falsch. Hier 200 Kilo fehlen dann. Ja gut, aber ich sag mal, wir sind wieder ein Stück weiter. Müssen dann noch weiter gucken, dass wir das alles so hinkriegen. Hier haben wir auf jeden Fall Trinkwasser. Welches wir hier oben vielleicht brauchen fürs Dingens da. Sag schon, na. Für den Kohlendioxidreiniger hier. Da ist aber, ja, eigentlich Wasserstoff dran, ne? Müssen wir auch noch gucken, wie wir das machen. Ja. Viel, viel zu tun. Wir müssen vor allem aber das Erdgas hier geregelt kriegen, dass wir das besser nutzen noch. Also hier wird ja Sauerstoff gemacht, oder? Wie sehe ich das? Ist das so? Ah, nee, da war's. Hier brauchen wir keinen Sauerstoff mehr. Das Ding können wir Gebäude deaktivieren. Warum willst du hier unten noch Sauerstoff haben? Die laufen hier alle mit Dingens Glaskuppeln rum. Gebäude deaktivieren, ist das das Algenterrarium? Ja, weil hier läuft auch keiner mehr lang. Ohne Anzug. Macht also keinen Sinn, das da zu machen. Ja, passt doch erstmal, oder? Die Batterie ist voll natürlich. Ja, müssen wir gucken. Hier fehlt es noch irgendwie an Dingens. An Strom, den machen wir schnell noch. Achso, der Anschluss ist schon da, ist aber noch nicht gelegt. Ja, okay, dann Prio ändern. Prio beim Strom. Ja, komm, dann macht keinen Sinn. Kabel auf 9. Und dann geht der auch eigentlich, ne? Ach so, die sind hierfür, ne? Alles klar, aber ist nicht schlimm, passt schon. Kriegen wir auch hin. Tür hat auch keinen Strom, auch sehr gut, ne? Komm, da gucke ich jetzt auch noch gerade einmal kurz rein, warum wir keinen Strom haben, weil hier keine Leitung dran ist wahrscheinlich. Gut, haben wir es erst. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade und gerne Kommentare schreiben, genauso gerne wie das Video teilen. Mordrak, danke für deine Tipps und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.